Moin Leute, herzlich willkommen zu einer XXL-Folge von Star Wars Lego die Skywalker Saga. Aber wahrscheinlich sagt man so rum, Lego Star Wars die Skywalker Saga. Leute, es gibt jetzt, hoffentlich, wenn alles klappt, eine 60-Minuten-Folge. Sind wir mal alle gespannt? Ich starte ein neues Spiel. Oh, Episode auswählen, Star Wars eine neue Hoffnung. Ja, was gibt's noch? Oh ja, die dunkle Bedrohung, darauf habe ich Bock. Schön ein bisschen mit dem Lichtschwert. Die Botschafter des obersten Kanzlers wünschen, an Bord kommen zu dürfen. Bin ich noch im Bild? Wie schaltet man das aus? Aber gerne. Wie ihr wisst, ist unsere Blockade völlig legal. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Controller getrennt? Ach Mann, warum ist denn hier immer... Ja toll, das jetzt in einem Part. Ach komm. Ja, hier ein bisschen wird hier hoffentlich geschnitten jetzt. Ich hab leider... Ah, oh doch, doch, doch. Oh, die sind frisch. Zack, zack. Und wie geht's euch sonst so, Leute? Wir werden jetzt gleich ein bisschen hier rumfliegen. Wir werden eine Stunde lang ganz viel Spaß haben. Lehnt euch zurück und genießt hoffentlich das Video. Okay, ich bin zu doof, aber jetzt bin ich zu doof, das hier reinzunehmen. Ja, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Wie ich hier zu doof bin, Batterien einzulegen. Aber na gut, kann man nichts machen. So, jetzt geht's los, Leute. Bisschen, oh ja, beschleunigen. Stop. Oh ja, jetzt kommt der Schub, um zu feuern. Okay, aber ich darf doch nicht auf die schießen. Ich will doch jetzt hier einmal anlegen. Zeit mit den Verhandlungen zu beginnen. Wo muss ich denn anlegen? Ah, hier. Ja, hier landen. Jo. Weltraum über Naboo, Kampfschiff der Handelsföderation. Moin! Oh, wir spielen Qui-Gon. Kann ich Willkommen, Botschafter. Switchen? Ich bin TC-14. Zu euren Diensten. Ja, vielen Dank. Wir fühlen uns durch euren Besuch sehr geehrt, Botschafter. Hier entlang, bitte. Natürlich. Oh, warte mal. Qui-Gon muss mal kurz hier was kaputt schlagen. Ich habe da immer noch ein ganz mieses Gefühl. Ach Quatsch, er soll sich mal nicht so anstellen. Richtung, Obi-Wan. Richte deine Konzentration auf das Hier und Jetzt, wo sie genau hingehört. Aber Meister Yoda sagte, dass ich mir der Zukunft bewusst sein soll. Aber nicht auf Kosten des Augenblicks. Sei dir der lebendigen Macht bewusst. Da bin ich wieder, hallo. Ja, das lief nicht so gut. Hier entlang, Botschafter. Also, bam. Ich finde es schön, wie man hier alles kaputt schlagen kann. Und der Roboter oder der Druide, es juckt ihn einfach nicht. Oh ja, ah, guck mal hier, zack, ich kann auch schön mein Schwert werfen. Das finde ich ja ganz geil. Ah, hiermit verteidigen wir, also hier abwehren, blocken. Ich möchte mich auch ein bisschen entschuldigen, ich habe die letzte Nacht schlecht geschlafen. Mein Gehirn ist noch matschiger als sonst. Mein Meister wird in Kürze bei euch sein. Wie wird dieser Handelsvizekönig auf die Forderungen des Kanzlers reagieren? Ah, mit Hilfe der Macht. Diese Föderationsvertreter sind allesamt Feiglinge. Ja. Verhandlungen werden nicht lange andauern. Werden sie endlich beginnen, meint ihr? Ist es bei Ihnen üblich, uns so lange warten zu lassen? Nein. Ich spüre ungewöhnlich große Furcht. Angesichts von etwas so Banalem wie diesem Handelsdisput. Habe ich den Jungen gerade mit meinem... Zack. Okay. Hier rüber. Ja. Guck mal, ich bin ein sehr guter Jedi-Ritter. Guck mal, ich mache hier richtig... Zack. Alles fertig. Entkommen. Oh, was ist denn jetzt? Hier ist Heckmeck. Dioxys. Oh, da ist er schon wieder. Da ist Musik. Wir müssen hier weg. Das ist hier die. Warum ist sie denn da? Ich habe doch die Musik ausgeschaltet. Hilfe! Diese Musik muss aufhören. So, warte mal. Kann ich das jetzt blocken? Oh ja, ich kann es blocken. Zack. Oh, das ist einfach wie früher. Wie damals auf der PlayStation 1. Mit unseren Lichtschwertern machen wir mit dieser Panzertür kurzen Prozess. Genau. Zack. Oder wir kämpfen uns einfach darum herum. Was sollen ja, wir tun? Ja, warte. Sehr nice. Ja, hier rum und auf das Ding. Zack. Das habe ich halt wirklich damals auf der PlayStation 1 gespielt. Und dann, wenn man dann auf Naboo ist. Und vor allem, jetzt kommen auch gleich noch diese Droidikas, diese ganz krassen.
die Kleinen, die haben keine Chance. So, wo sollen wir eigentlich hin? Zack, schießt mal ein bisschen. Ich bin noch am Abwehren. Aber ich werfe jetzt. Oh, zack, Alter. Werf mal dein. Haben wir das eine Mal nicht schön das Schwert geworfen? Ach, guck mal, ich hab den hier in der Hand. Aber das Blöde ist. Hier müssen wir auf jeden Fall. Die sind so stark, die Dinger. Zack. Mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Okay, der ist doch einfacher, als ich dachte. Hier müssen wir nochmal rein. Zack. Hier, ja. Und. Ja, warte. Und auf. Ja. Ich hab noch aufgeschnitten. Jawohl. Oh, die haben unser Schiff zerstört. Wir müssen runter auf den Planeten und die Naboo wachen. Das war's jetzt schon. Oh ja, jetzt landen wir. Ja, ja. Oh nein! Back the house, they make here! Mix es ein, Ja, ja, Bings! Mix euer Diener! Verschwinden wir hier, bevor noch mehr Droiden auftauchen. Ach, Jar Jar. War damals sehr gehasst, aber ich glaube, mittlerweile ist er cool. Entschuldigung bitte, aber am meisten sicheres Platz würde sein Otogunga. Eine verborgene Stadt. Kannst du uns dahin führen? Hier entlang. Kommen. Kennt ihr diese Story, dass Jar Jar Binks angeblich so geplant war, als dunkler Jedi-Ritter oder so? Ah, aber ich euch warnen muss, die Gungans nicht mögen Fremdelinge, also nicht herzlichen Empfang erwarten. Oh, keine Sorge. Das ist nicht gerade unser Tag der herzlichen Empfänge. Oh, was liegt da vorne? Oh! Okay, ich darf scheinbar. Ah, doch, ich komme dahin. Anheben. Und hier draufsetzen. Hopp. Aber was bringt das? Also was bringt das, dass ich die übereinander stapel? Hier vorne ist nur einer. Kann mir jemand verraten, was das bringen soll? Hier ist auch noch so ein Ding. Wo seid ihr denn, Jungs? Kommt ihr nicht rüber? Ach so, ich soll das wahrscheinlich... Jar Jar? Kommst du, oder was? Was ist los, Jar Jar? Hier. Okay. Hat Jar Jar irgendwas gesagt, dass er nicht schwimmen kann, oder was? Okay, warte mal. Vielleicht, ich heb den mal an. Vielleicht ist es ja so. Ah, ich muss die Sachen hier... Nee. Jar Jar, was ist denn jetzt dein Problem? Mann, Jar Jar, beweg dich doch, Mann! Was mache ich denn hier falsch? Mann, Jar Jar! Achso, jetzt tauchen wir runter. Okay, sehr gut. Ich musste den Charakter switchen. Oi, ja schön hier. Stehen geblieben. Hey ho, hallo, Captain Roberts. Bist du wieder da? Nicht schon wieder, Jar Jar. Du sie jetzt kommen zu die Boss. Du sie stecken ein großes Kacker diesmal. Wie frech. Willst du uns vielleicht etwas sagen, Jar Jar? Ein bisschen peinlich sein, aber blöderweise ich von dort verbannt worden. Ich vergesse das. Das klingt wie etwas, das man sich besser hätte merken sollen. Wie ich sagte. Kein Verstand. Würdet ihr uns sagen, warum unser Freund hier verbannt wurde? Jar Jar, Tollpatsch. Er gecrasht. Hey, Flippla Bongo von die Boss. Ich hätte gesagt. Das war versehen. Ja! Ach, armer Jar Jar. Versehentlich Hände vom Steuer genommen, um leckere Käfer fangen. Hm. Hallo! Achso, guck mal, hier kann ich aufsitzen. Panik! Ja, hab Panik! Oh Gott, oh, oh, jetzt ist hier aber... Was bringt das? Ach, ich muss das hier reparieren. Okay, okay, ja. Ja, warte ab, ich bin nicht so macht... sensitive. Und bei dem wissen wir doch... Zack. Und das kommt da oben. Ja, sehr gut. Und drücken. Und schon ist offen. Ja, warum hat der andere das denn nicht gemacht? Hallo.
X-Mixe Qui-Gon. Eine Droidenarmee will die Naboo angreifen. Ja. Wir die Naboo nicht mögen. Aha, wir müssen sie warnen. Wir euch geben werden einen Bongo. Ah, ja, die Bongo. Der schnellste Weg zu die Naboo geht mitten durch Planetenkern. Das ist jetzt unterirdisch. Was geschieht nun eigentlich mit Jar Jar Binks? Hinfort mit ihm. Armer Jar Jar. So, okay, begib dich zu diesem Dock. Oh nee, ey, hoffentlich ist das nicht so wie im Film. Weil da wird's echt ein bisschen dirty. Weil da sind so, wir sind jetzt ja hier gerade unter Wasser. Also ich hoffe mal wirklich nicht. Meister, was ist das, ein Bongo? Ein Transportmittel, will ich hoffen. Das Unterseeboot. Ihr findet an. Zerblase. Nochmal kurz zur Info. Ich kann hier keine Original-Star-Wars-Musik oder so verwenden, weil Copyright dies das. Hier sind wir. Tür ist zu, aber überlass das nur Mason. Keine Sorge. Ja, Jar Jar, mach mal. Du bist auch hier auch. Heck dich rein. Ja, sehr gut. Ah, ich muss dann immer nach links und rechts. Okay, das schaffe ich. Zack. Sehr gut. Ihr wohl durchgeknallert. Fahren durch das Planetenkern. Hier euch, Sabongo, wenn ihr bereit für Verprügelei. Ja, ich bin bereit. Oh Gott. Da kommt nämlich so ein riesiger, fetter Fisch. Ah, da ist er. Oh Gott. Ich habe ja immer so eine Unterwasserangst. Oh, aber ich glaube, er ist weg. Stimmt, der wird doch jetzt noch von einem viel größeren gefressen. Irgendwas war da. Oh nee, was muss ich jetzt machen? Die Macht wird uns leiten. Die Macht? Zielen, Feuer. RT, RT. Schieß! Haben wir schon. Schießen. Einfach nur schießen. LB. Ausgewichen, ja, sehr gut. Zack. Also wir leben noch. Einfach, ich werde einfach nur die ganze Zeit RB, RB, RB und ausweichen. Okay, besiege den OP-Killerfisch. Mach ich und weg. Zack. Nice. Oh, da war noch so ein anderer. Was sind denn die Dinger? Oh ja, genau, da kommt jetzt nämlich. Oh Gott. Es gibt immer einen größeren Fisch. Ja. Das stimmt leider. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Kommt jetzt der. Ah, jetzt kommt der größere. Ich sag's euch. Oh! Wir verlieren Energie. Ruhig bleiben. Das ist noch kein Problem. Ihr verrückt! Mann, ihr sie denken, wir sind ein Problem! Jetzt muss ich aber sagen, das Spiel ist echt gut gemacht. Oh ne, der kommt jetzt. Wir haben wieder Energie. Wir haben wieder Monster! Ich weiß, ich bin Schisser, was sowas angeht. Mich hat doch gesagt, Planetenkern, böse Nummer! Jetzt haben wir den nächsten hier. Ey, ich schieß doch die ganze Zeit. Ah, jetzt treffe ich den mal. Er spielt mit uns. Ja. Aber wir sollten ihn dennoch verletzen können. LW. Ja, der sollte kein Problem sein. Direkt weiterschießen. Der Kolo-Clownfisch. Den finde ich gut. Boah. Kam da irgendwas von der Sani? Das war so einer von diesen Stalaktiten oder so. Oh nein. Brudi wüsste. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Unser Freund hat wieder Hunger. Ja, hätte ich auch. Ah, jetzt sind wir bei den Naboo. Nein, warte! Das ist schön, schön! Wir müssen die Königin finden. Königin Amidala. Ah, der Sieg ist unser. Dummer Stuhl! Ah.
Ne? Ja, sehr gut. Ein größerer Fisch. Ja, Level abgeschlossen. Super. Das ist cool, aber es geht schon alles sehr, sehr schnell voran. Ich glaube, ich hätte auch wahrscheinlich noch mehr Zeit in den einzelnen Leveln verbringen können. Mit Kyberstein kannst du deine Fähigkeiten verbessern. Okay, cool. Ah. Ja, schneller Sprint. Achso, ich muss das hier einmal als Tutorial machen. Ja. Ja, ich habe noch nicht genügend Kohle. Ja, ich habe aber null verfügbar. Reicht jetzt. Danke. Ja. Rette Königin Amidala vor der Handelsföderation. Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin ja schließlich... Oh, Geschichte fortsetzen? Also ich bin ja nicht weit gelaufen. Und ich glaube, ich habe auch noch nicht so viel Level oder so viel Fähigkeiten, dass ich hier irgendwas machen könnte, oder? Ich sag einfach mal, ja, royale Rettung, Alter. Ich will sie ja retten. Stimmt, hier war das auch, wo diese krassen Panzer kommen. Da werden wir wahrscheinlich auch einen attackieren. Ich weiß noch, früher galten die ersten Star Wars Filme als richtig schlecht. Also da waren die Fans nicht so happy. Ich glaube, mittlerweile hat sich das alles ein bisschen rehabilitiert. Vor allen Dingen nach den doch eher umstrittenen 6, 7, 8. Es gab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, 7, 8, 9 waren das. Ach. Kommt mal her hier. Oh, da ist schon Königin Amidala. Ich bin da. Paletto, hilft dir. Hallo, ich habe euch gerettet. Achso, da ist noch einer. Ja, warte, ich mache das so. Wo schießt der hin? Okay. Und... Bonk. Sind wir jetzt in Sicherheit? Ja. Ich denke schon. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Ja, Paluten. Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar. Hier entlang. Hier entlang, Leute. Super heftig. Ja, ja. Es ist nicht weit. Bleib dicht bei mir. Ich bin direkt hinter dir. Sicher. Wir müssen sie sofort nach Coruscant bringen. Oh ja, in die Hauptstadt. In Coruscant war auch der Senat, richtig? Ja, ja. Das war ja diese Politikerstadt. Noch mehr Droiden. Lass sie nicht entkommen. Ja, dann lauf doch halt nicht vor. Leute, wie soll ich das denn machen? Zack. Jetzt gibt's auf den Kopf für ein paar kleine Droiden. Boah, Alter, habt ihr das gesehen? Was war das denn für ein geiler Move? Bam. Den sollte ich mir merken. So, Königin Schmamibaba. Warte, ich will das mal richtig nehmen. Und wie kann ich das jetzt auf ihn loslassen? Wo sind hier Leute? Sorry, ich hab... Ah, da vorne. Okay, das klappt nicht ganz so. Aber ich habe ja meinen neuen Trick. Bam. Ja, aber der macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Ich würde gerne ein paar Blitze ver... Oh, es tut mir leid, Qui-Gon. Sag mal, jetzt habe ich Qui-Gon gerade auf die Fresse gehauen. Ich glaube, das gibt aber ein paar Karma-Minuspunkte bei den Jedi. Amidala läuft natürlich wieder voraus. Begleite Königin Amidala zu ihrem Schiff im Hangar von Theed. Fang die Königin! Eure Majestät, bleibt zurück! Bleibt zurück, Majestät. Lass das die Jedi machen. Zack. Aber ich vermisse ein bisschen die Panzer. So, ist alles gut. Interessant, aber keine. Oder habe ich das irgendwann getroffen? Ja. Wer bist du denn? Oh, das. Das wollte ich jetzt nicht. Beeinflussen. Ja. Keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade mache. Panik. Ja, Verfall in Panik. Sag mal. Was ist denn. Jar Jar! Alter. Junge, Jar Jar muckt ja richtig. Zack, erstmal ihre Statue zerstören. Ah ja, da ist doch das Flugzeug. Die Königin kommt mit uns. Da. Ein bisschen hier nochmal meinen tollen Trick zeigen. Guck mal, Alter. Aber das macht, wenn ich direkt über denen stehe, macht das die... Nee, es plättet die nicht instant. So, Chef, komm hier. In dein supergeiles Raumschiff. Moinsen, C3PO.
Ah, Grundlagen. Ja, brauche ich jetzt nicht. Danke. Das ist ich das Schiff jetzt Ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Na, glänzt das nicht normalerweise? Transport nach Coruscant. Weil das hat doch so übertriebenst reflektiert. Naja, obwohl, da wird es ein bisschen angedeutet. Da ist die Blockade. Einfach durch. Das ist so geil. Wir haben wieder Energie, der kleine Druide hat's geschafft. Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Oh Gott. Hier, Meister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Stimmt. Da treffen wir ja Anakin. Oh, hier müssen wir jetzt... Warte, wie kann ich Schuh... Ah ja. Tatooine, sagst du? Mos Espa. Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten cool. Können wir die benötigen. Oh, okay, ich habe ihn nicht mal ausreden lassen. Stimmt, mit dem Podracer. Also, deine würde jetzt vielleicht sagen, oh, Spoiler, danke. Aber Leute, ich hoffe, ihr habt, wenn ihr euch das Video anguckt, Star Wars mal gesehen. Da gab es auch ein eigenes Star Wars Game zu diesen Podracers. Tatooine, Mos Espa. Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Ah, ja, das Padme. Ist kein guter Gedanke. Es ist die Königin. Aber wenn die Königin es wünscht. Also gut. Wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Ja, der eine Sklavenhändler. Oh, was mit Ihnen? Ich weiß, was ihr braucht. Ja. Ihr braucht einen süßen kleinen Propellerhut für euren schäbigen Astromech. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Ja, vielen Dank. Ah, die Stadt ist auch schön designt. Hallo, guten Tag, Sie winken mir? Da stecke ich doch direkt mein... Oh, es tut mir leid, Sir. Ich habe ihm gerade einen Schlag mit meinem Dingens gegeben. Was hast du hier? Lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Watto, das ist ja, glaube ich, der Dude, den ich auch suche. Oh, aufsitzen. Nice! Springen, steuern. Kann ich mit dem auch sprinten? Nee. Das ist der Weg. So, rein da. Hallo! Ja, hallo, Watto! Ich brauche Teile für einen Nubian, Typ J327. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauche was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Trottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Morgen ist doch Bon Taif, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen... den Jungen und seine Mutter. Kein Podrenner ist zwei Sklaven mehr. Dann nur der Junge. Abgemacht. Das war so traurig mit seiner Mutter. Wenn das alles ist, sollten wir zur Arena gehen und den jungen Anakin für das Rennen anmelden. Oh, es wäre... Oh, bitte lass mich fahren. Dass man selber ein Podrennen fahren kann. Das wäre halt wirklich geil. So, ich mach kurz mal deinen Stand kaputt. Gibt ja auch nicht sowas wie eine Polizei. Deswegen kann ich euren kompletten Planeten platt machen. Hallo. Guten Tag. Kann ich sprinten? Ja. Bin ich jetzt schneller? Doch, ich glaube, ich habe den Sprintmodus aktiviert. Warte mal, aber hier zeigt er mir... Stimmt. Irgendwas zeigt er mir hier an. Als wenn ich hier drauf... Warte mal, hier ist doch... Ah, guck mal. Kann ich das einsammeln? Ach so, versteckte Vorrede. Ah, okay. Alright. Einer von 1200. Ah, alles klar. Easy going.
Man könnte die wahrscheinlich auch alle einsammeln. Was ist ja jetzt mit dir? Seht es euch an. Ja? Das hier ist die große Arena. Austragungsort des Peter strahlende Sklavin. Die Hutten sind zwar schleimige Sklaventreiber. Ja, das können sie wirklich. Ah, die geben wahrscheinlich, die Ausrufezeichen geben immer noch mal so ein paar kleine Extra-Informationen. Ja, komm, hier ein alter Pott. Geh mal nochmal kaputt. Zack. Moin, hallo Anakin. Du bist aber lütt. Ja. Hey, boah, bitte lass mich fahren. Bitte. Teiljäger der ersten Ordnung. Doppelter Ionenantrieb. Ja, ich habe auch einen doppelten Ionenantrieb. So, kurz mal das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Autorennens. Und was ist da passiert? Stillen Sebulba. Eine Nachmeldung. Der junge Anakin Skywalker. Ein Junge aus der Gegend. Der hat so unfair gespielt, Sebulba. Konzentrier dich auf den Moment. Fühl, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Ja, danke. Möge die Macht auch mit dir sein, Sir. Stimmt, am Anfang hatte man im Film, glaube ich, irgendwelche Probleme. Und dann hat man so richtig krass aufgeholt. Zack. Oh, Alter. Uff. Kann ich... Oh, Alter. Okay, das ist mal eine ganz krasse Perspektive. Boah, ich weiß nicht, wo ich längst bin. Hier, okay. Hier ist alles gut. Nochmal Turbo gezündet. Bam. Okay, schießen kann man logischerweise nicht. Hier ist nochmal ein Turbo. Wow, das ist schon besser. Yo, aua. Der hat mich da gerade irgendwie, der hat mich dort angeschossen. Hier wird auch irgendwas explodieren. Oder auch nicht. Ah, ich brauche den Turbo. Wie viel der, weiß einer, wie viel da ich gerade bin? Ich habe das Gefühl, dass die anderen manchmal irgendwie so einen schon ein bisschen unfairen Turbo-Boost bekommen. Zack. Oh ja, der nächste ist weg. Oh ja. Da vorne ist wahrscheinlich Sebulba. Oh, was war. Hä? Was war das denn? Nein, wenn ich gewinnen will, muss ich sie wieder befestigen. Ja, achso, X. Zack. Und weiter. Was ist denn hier? Bam, Alter. Ja, ob das eine Abkürzung war, ich weiß ja nicht. Gib dir Gas! Autsch. Ich dachte, da vorne wäre eine Abkürzung. Aber Red Terrell, dieser Kontinent ist ausgeschieden. Ich sehe den Namen da vorne nicht. Also, aber wenn, müsste das Sebulba sein. Nee, doch, Sebulba. So, jetzt überhole ich dich, Junge. Diesmal mache ich keinen Fehler. Ich bleib bei dir. Jawohl. Und jetzt haben wir ihn sogar... Ja, jetzt... Diesmal fahre ich rechts längs. Und jetzt gönne ich mir den Boost und fliege auch direkt hier rein. Oh ja. Ach komm! Junge, ich war doch mega! XX. Ich war einfach vorne. Ich hätte den richtig weggesnackt. So, schön außen bleiben. Runde 3 von 3, jetzt komm. Zieh durch. Ja, ich weiß, komm. Einfach ins Ziel. Jawohl.
stumpfen Slapstick-Humor. Ihr habt gewusst, dass der Junge gewinnt. Irgendwie habt ihr es gewusst. Bring die Ersatzteile zum Haupthangar. Ich komme später in euren Laden, dann könnt ihr mir den Jungen übergeben. Darth Maul. Guck mal, das viele Geld. Jetzt kannst du dir deine Träume erfüllen, Annie. Pack deine Sachen. Wir haben nicht viel Zeit. Yippie! Oh, das wird seine Mami. Ja. Aber was ist mit Mom? Annie, mein Platz ist hier. Es ist an der Zeit, für dich loszulassen. Ich werde wiederkommen und dich befreien, Mom. Das verspreche ich. Oh, Master Anakin. Ich würde es vorziehen, wenn ich ein wenig kompletter wäre. Tut mir leid, dass du nicht fertig geworden bist, 3PO. Mach's gut. Oh, meine Güte. Oh. Ja, aber wir haben gewonnen. Jetzt haben wir Anakin im Schlepptau. Einen, ja, sehr, sehr guten Jedi-Ritter. Obwohl, gut ist er ja. Also gut im Sinne von stark. Ob er gut bleibt? Anakin, wir müssen weg von Tatooine. Schnell, zurück zum Schiff. Ihr meint, ich darf mit euch in eurem Raumschiff mitkommen? Was ist denn jetzt mit ihm los? Wenn Meister Obi-Wan nicht an Bordo gehen und wir sie hier lassen. Hat er was geklaut oder was? Ich weiß nicht, Jar Jar. Ist das hier eine Falle? Der sieht irgendwie creepy aus, der Bray. Sollen wir jetzt hör mal auf, hier wegzulaufen. Oh, was ist das? Ein Schlüssel. Ah, hierfür. Einstecken. Ich kann hier nicht helfen. Aber es wird sicher eine andere Lösung geben. Qui-Gon. Ja. Okay. War's das? Aber der eine, der ist doch hier reingelaufen. Wie ist denn der hier wieder weggekommen? Und warum kann ich eigentlich meine eigenen Leute schlagen? Naja, schönes Haus. Ich muss leider weg. Bevor hier Darth Maul plötzlich eine Party feiern. Ich frage mich, wie viel Grad auf Mos Espa sind. Ah, diese kleinen Tiere. Hab ich mich hier gerade verlaufen? Wo muss ich hin? Hier längs. Na klar. Moin. Der Typ sah eben auch ein bisschen aus wie so ein Jedi-Ritter. Bin ich endlich da? Ja, da steht's doch. Hallo. Oh, wer bist du denn? Hallo. Der kleine Junge bei Watto war ein begnadeter Mechaniker. Seine Mutter hat mir erzählt, er hat andauernd etwas... Ah ja, ja, das finde ich gut. Vielen Dank für die Pläne. Ich muss jetzt allerdings weg. Ich habe noch Senatspläne. Anakin, runter! Oh, Hammerfisch! Sie sollten laufen! Ja, wenn wir nicht noch mehr vermummte Fremde bekämpfen müssen, schaffen wir es diesmal vielleicht wirklich nach Coruscant. Ja, allerdings denke ich, dass dieser Fremde ein Sith Lord gewesen sein könnte. Nicht unwahrscheinlich. So, Coruscant, Karte anzeigen. Reisen. Ja, zum Senatsbezirk bitte einmal. Ah, schön. Sieh an, Senator Palpatine persönlich begrüßt uns.
Lasst uns rasch die Situation auf Naboo schildern, damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Ja, das finde ich Seid gut. Gegrüßt, Eure Majestät. Meister Jedi. Ja. Sorry, ich muss jetzt hier kurz einmal nach links gucken. Weil ich Angst hatte, dass hier was nicht richtig ist. Ist das richtig? Aber eigentlich, P hat mir mal gesagt, ich soll Vertical Synchronisation ausmachen. Aber nicht, dass das irgendwie dadurch ruckelt. Aber ja, ist alles gut. Zum Senat. Ja, los. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier Prinzessin Mami Baba. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, Euer Majestät. Ja, die Nachrichtensperre der Föderation hat uns sehr beunruhigt. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiterzuführen? Ich vertraue ihm nicht. Ich finde, das ist ein ganz schwieriger. Ich wäre lieber wieder ein Jedi. Der oberste Kanzler Valorum hat eine Sondersitzung des Senats einberufen, um die Situation auf Naboo zu besprechen. Obwohl, er hat nur wenig wirkliche Macht und es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion stellt. Es wäre das Beste, wenn Ihre Majestät auf die Wahl eines neuen obersten Kanzlers drängte, der die Kontrolle übernehmen und uns Gerechtigkeit verschaffen kann. Was ist das hier vorne? Kann ich hier ein Rennen fahren? Oder Wir ist es ein Taxi? Ein unabhängiges Droidentaxi. Keine App, kein Fahrer, kein Problem. Jedi-Tempel. Sorry, wo muss ich denn hinfahren? Geht's hier längs? Nee, ich muss ja hier mit dem Opa reden. Achso, ja, okay. Ihr seid zurück. Ja, ich war nie weg. Was ist denn jetzt hier los? Wir sind da. Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen... Ja, ich komme mit zur Sitzung. Ich hätte hier ganz gerne... Guten Tag. Wohnbezirk. Scheint, als wärt ihr bereit für die Fahrt. Ja, ich bin bereit. Gib Gas. Boah, es wäre cool gewesen, wenn man so durch dieses... Weil es gibt ja auch diese eine Szene, wo die auch so durch Coruscant fliegen. Hallo, lieber Senat, da bin ich. Ah, da seid ihr ja. Ja. Seid ihr bereit für die Sitzung? Ja, ich bin bereit. Zum Senat. Ja, die Wookies. Utini. Wir müssen sofort etwas unternehmen, um die Föderation aufzuhalten. Ruhe im Saal! Ruhe! Ehrenwerte Vertreter der Republik, hiermit stelle ich einen Misstrauensantrag gegen den Vorsitzenden Kanzler Valorum. Ruhe im Saal! Ruhe! Nein, nicht Valorum. Ich habe beschlossen, nach Naboo zurückzukehren. Bitte, Euer Majestät, bleibt hier in Sicherheit. Sein Plan geht auf. Ich werde Anakin zu meinem Padawan-Schüler machen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Geht mit der Königin nach Naboo und lüftet das Geheimnis der Sith. Ungewiss die Zukunft des Jungen ist. Das stimmt. Das wird noch ein bisschen eskalieren. Denkt ihr wirklich, wir können Boss Nass dazu überreden, uns zu helfen, eure Hoheit? Na klar, er und ich sind Homies. Ich bin überzeugt, dass wir es können. Ihr sie kennt Boss nicht wie mich sie. Er ist stur, Famba. Optimistisch wie immer, Jar Jar. Ja. Ich glaube an ihn. Was sie eigentlich für eine kranke Frisur hat. Wie viele Haare das sind. Ob sie Extensions hat? Das heißt Extensions, oder? Also wenn man sich so die Haare verlängern lässt mit Haaren von anderen Menschen. Ich glaube, es sind Extensions. Ich habe auch Extensions. Nee, ich müsste mir immer wieder die Haare schneiden. Ja, ich weiß. So, lass es mal nach Naboo. Zum Paonga-See. Ich habe gehört, der soll sehr schön sein. Er ist direkt neben dem Chiemsee und dem Bodensee. Boah, ich muss pinkeln. Aber ich kann jetzt nicht pinkeln gehen. Ja, lädt das Ganze? Ich habe weitere neue Tipps in meiner Datenbank. Ja, ich auch. Ah, hallo C3PO. Mit den blauen Armen. Ist es nicht auch jetzt gleich schon, wo die Invasion startet?
Genau, Schlacht von Naboo. Mal gucken, ob man da jetzt diese riesigen Dinger sieht. Boah, die Schlacht war auch geil. So, ja. Wir müssen einmal nach Gunga. Tai-Jäger. Oh, was ist mit dir? Wo denn alle her? Na? Hier ist weit und breit niemand. Ich hoffe, dass Boss Nass noch hier ist. Auf in seinen Thronsaal. Ja, König Gunga. Oh ja, so ist man echt viel schneller. Das ist ein cooles Ding. Das kann sogar springen. Komme ich durch die Tür? Ja. Hier komme ich nicht hoch. Hallo. Dein guter Freund Qui-Gon ist da. Wurden Sie gefangen genommen? Vielleicht. Vielleicht sind Sie auch geflohen. Na klar. Gungan versteckt. Wenn die Schwierigkeit gehen, an heiligen Platz. Mechanik Sie dort nicht finden. Kommt. Ja, Jar Jar, zeig mal den heiligen Platz deiner Leute. Die Stadt sieht auch so cool aus. Müssen wir hier rein? Wie komme ich denn da? Weil da ist doch auch wieder so ein Stein. Hi, hi. Wer ist so große Blase abgesperrt? Wissen diese nicht, wie großer Kopfschmerz das ist? Ja, aber das ist kein Problem. Die öffne ich dir. Ich weiß zwar nicht wie, aber das Spiel wird mir das doch bestimmt sagen. Ja, sehr gut. Oder müssen wir hier durch? Hopp. Jetzt sind wir ja wieder oben. Jar Jar, du hast mich verarscht. Ich habe den geheimen Eingang gefunden. Ach so. Wir brauchen Geheimschlüssel für heiligen Platz. Michse weiß. Finde den heiligen Schlüssel Ort. Ist hier irgendwo. Okay. Jar Jar. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Sehr. Was? Aber heftig, Futschi. Ihr sie reparieren und heiligen Ort betreten. Ach so, ja, ich guck mal, ich baue dir das. Zack. Und jetzt, dann gehe ich rein. Oder was? Ich hab's doch jetzt repariert. Ergreifen. Das nennt man dann wohl Köpfchen. Mit sicher, Boss Nass hier sein. Hallo. Ah, da seid ihr doch. Jar Jar Binks, du hast ein bisschen guten Grund. Wir bringen Fremde. Ja, es ist Notfall. Wir sehen das jetzt. Ich bin Königin Amidala. Nein, ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Nein, ich bin Königin Amidala. Dobra Kwikuni Amidala. Utini. Ich bin Königin Amidala. Ich bin Königin Amidala. Ich bedauere dieses falsche Spiel, aber ich musste mich schützen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird das auf immer verloren sein. Ich flehe euch an, uns zu helfen. Vielleicht. Wir werden Freunde. Gehen wir zurück zum Palast. Wir müssen ihr Kontrollschiff angreifen und den Vizekönig stellen. Ja, aber was ist denn mit dieser riesigen Schlacht? Ich setze mich drauf auf meinen guten Freund. Hier, los, schnell zurück. Die Gungans werden ihren Teil tun. Aber wenn der Vizekönig entkommen ich muss sollte, hier durch. Kehrt er sicher mit einer weiteren Droidenarmee zurück, eure Hoheit. Deshalb müssen wir sofort nach Seed und den Palast zurückerobern. Was kann ich tun? Ich will auch helfen. Ja, Anakin, du fliegst wahrscheinlich gleich ein bisschen. Stimmt, der ist doch dann so rumgeflogen. Sehr hilfreich. T-70X, oh ja. X-Wing. Annie, in Deckung, schnell! Hä, ja, weil während alle kämpfen, steigt er in dieses Schiff. Zu euren Schiffen! Dort wird er sicher sein. Der Vizekönig ist vermutlich im Thronsaal. Aber das ist mein Schiff! Das ist dumm. Das übernehmen wir. Wir gehen den langen Weg. Oh ja. Das Lichtschwert war so sick. Ja.
dass es auch einfach mit beiden aufnehmen kann. Spiele ich den jetzt? Darth Maul. Sei wach und denke an deine Ausbildung, Obi-Wan. Anheben. Gegenstand bewegen. Ne, ich will ihn schon. Ah, Ziele und dann er. Ah, damit kann man zurückschießen. Lichtschwert zu zielen. Und dann kann man auch wer. Ah, okay, das ist ja nice. Weiche Angriffen aus. Okay, kein Problem. Ich. Abzuwehren. Achso, LT. Okay. Zack. Er kassiert jetzt einfach. Lichtschwert. Los! Ja, der eine muss man nicht im Weg stehen. Zack, abgewehrt. So, du kannst ja nicht die ganze Zeit abwehren. So, komm. Alter, warum hat der... Oh! Bin ich komplett down? Nee, nee, ich bin nochmal da. Okay. Ja, ich gehe jetzt einfach... So, warum wehrt denn alles ab, der Junge? Jetzt kassierst du. Bam. So, das kann er doch jetzt nicht mehr abwehren. Junge, bleib stehen. Er entkommt. Ja, er hat noch seine Freunde dabei. Wir haben Gesellschaft. Ja, aber die schnitzel ich jetzt einfach alle weg. Jetzt, wo ich der krasse Qui-Gon bin, Alter. Junge, überhaupt kein Problem. Zack. So, Mr. Maul. Ich bin gespannt, wie sie es gleich umsetzen. Was macht... Achso, er geht nach oben. Obwohl, ist das schon die Szene? Ah, Droidikas. Ich glaube, die heißen zumindest Droidikas. Ich muss da durch den Schutzschild abwehren. Oh, mein Schwert ist da hinten. Das ist ein bisschen unfair. Zack. So, auch bitte einmal nach oben. Danke. Ja. Ich finde es geil, dass diese eine Droide gar nichts macht. Oh. Mehr Droiden, Meister. Ja, die sind ja... Die können nix. So, das ist jetzt Phase 2. Oh, was hat er denn da für ein... Ja, jetzt musste man switchen, genau. Ich sollte vielleicht auch öfter mal jetzt wieder switchen, weil dann kann ich von hinten angreifen. Und wieder. Okay, funktioniert auf jeden Fall gut. Ja, irgendwer schießt doch da gerade noch auf mich. Ah, guck mal, er hat auch insgesamt 3 Leben. Und jetzt verliert er wahrscheinlich noch eins. Oh ja, jetzt geht's. Ja, doch, da vorne geht's in die Räume. Hier muss ich ja noch ein bisschen drüber springen. Oder? Er spielt mit. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Aua. Okay. Hä? Aber was hätte ich denn machen sollen? Sag mal! Ich spring noch hier. Zack. 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 Okay, muss man da so lange warten? Ja, sehr gut. Ah, guck mal, hier sind wieder ein paar. Ja, okay. Oder einmal alle wegtreten. Sehr nett von euch. So, ich muss auch kurz gucken. Weil ich habe auch gleich einen wunderbaren Aufnahmetermin mit Maxify. Oh, da ist was kaputt gegangen. Ah,
Hallo. Was für ein Sprung. Das werde ich nicht schaffen. Wir müssen einen anderen Weg zu ihm finden. Ja, dann lass uns doch hier rüber. Das war knapp. Dann lass uns doch mal kurz hier eine Runde nach oben. Hat er das nicht gesagt? Hier einmal. Oh, sorry. Hä, was muss ich denn machen? Hier nach da vorne, aber. Liegt das daran, dass, weil ich den Druiden zerhäckselt habe? Oh, jetzt habe ich Qui-Gon zerhäckselt. Ach komm! Hä, aber. Der visiert mich an? Ich check das nicht. Boah, ich muss so auf die Toilette. Ich kann das ja auch nicht höher als hier anheben. Kann ich das vielleicht als Schutzschild benutzen? Weißt du, damit. Es ist einfach verschwunden. Sag mal. Ich muss doch mein Schwert auf dich werfen können, Junge. Oder muss ich hier drüben? Muss ich hier drüben hoch? Hallo? Obwohl, hier steht auch kein so ein Typ. So. Sag mal, jetzt lass den armen Jungen doch da immer in Ruhe. Ah, das muss da rein. Ah, ich bin so ein Trottel. Ohne Witz. So, hallo. So, kommen Sie her, Herr Das Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Oh. So, raus da. Jetzt gib's auf die Fresse. Oh ja, das wird er nicht. Oh, noch mal raus da. Jetzt rennt er nach da hinten. Jetzt kommt das Finale. Oh, ich habe jetzt eigentlich einen Aufnahmetermin in 2 Minuten mit Maxify. Oh, und ich muss so dringend pinkeln. Diese Schilde sind äußerst gefährlich. Sei auf der Hut. Naja, alles gut. Kaputt. Ja, alles gut. Diesmal bin ich, weiß ich, ein bisschen mehr dran. Und auch das dahin. Dann können wir weiter. Das ist hier der Trick. Aber nur warten. Jo. Hier vorne würde doch gleich wieder irgendwelche Spielchen spielen. Naja. Schon wieder. Geduld, mein Padawan. Wir werden dieses Hindernis überwinden. Das denke ich auch. Ich glaube an uns. Zack. Ist hier noch irgendwas? Das Grüne fehlt so ein bisschen. Aber wie kriege ich denn das Grüne da frei? Qui-Gon, wie mache ich denn das jetzt hier mit dem? Muss ich vielleicht einmal kurz das Blaue da reinpacken? Damit. Ja, aber das bringt auch nichts. Aber obwohl da einer von zwei leuchtet jetzt. Ah! Okay. Easy. Ich bin so ein Rätselkönig. Nee, jetzt nicht das nochmal da abmachen, sondern das hier. Perfekt. So, jetzt kommt zum epischen Finale. Erhebe dein Lichtschwert, Obi-Wan. Der Kampf geht weiter. Oh ja, jetzt geht's nämlich richtig los. Bam, 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 komm, Junge! Jetzt kriegst du auf den Kopf, Darth Maul, Alter. Jetzt gibt's hier no mercy, wollte ich gerade sagen. Das stimmt, ich muss viel mehr ausweichen. Jetzt will er hier nochmal Beef. Das wird aber nicht gewinnen. Und jetzt ist er down. Oh, das war. Hm.
Obi-Wan, versprich mir, dass du den Jungen ausbildest. Ja, Meister. Oh Mann. Euer kleiner Aufstand ist beendet, Euer Hoheit. Hitzekönig, die Zeit eurer Besatzung ist vorbei. Wie ist dein? Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Jetzt reden wir über einen neuen Vertrag, Vizekönig. Wir müssen was unternehmen, Erzbo. Ich muss kurz Maxify schreiben. Ups. Konnte er nicht sein eigenes Schiff nehmen? Stimmt, jetzt geht's ja noch richtig ab. Wir sind bereit für unseren Teil. Wir sind Kämpfer. Wir sind ein Riesen. Ja. General Chacha, wir messen zum Schlachtfeld. Ja, zum Schlachtfeld. Aber Leute, ich muss jetzt unbedingt zum Aufnahmetermin, sonst ist es einfach ein bisschen unhöflich, nicht pünktlich zu erscheinen. Leute, ich hoffe, die Stunde ist am Start. Ich hoffe, ihr hattet vor allen Dingen sehr, sehr viel Spaß bei dieser kleinen Stundenfolge von Star Wars. Die Luke Skywalker-Saga. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Hier sind jetzt noch weitere Videos. Checkt auch gerne mein Kopf ist ein bisschen matschig. Habt einfach einen schönen Tag, Leute. Haut rein. Tschüss.